Die aufmerksamsten Beobachter unter Ihnen werden festgestellt haben, heute ist Montag und Montag ist eigentlich Tag für Optimismus an den Aktienmärkten und siehe da, heute ist Montag und wir sehen wieder eine bestimmte Form des Optimismus. Diesmal nicht Impfstoffoptimismus, der ja sehr gerne am Montag zuschlägt, weil am Wochenende dann mal Meldungen gerne kommen, dass man in einem Test bestimmte Fortschritte erzielt habe, ohne dass drei Viertel der Leute sofort gestorben sind. Jedenfalls ist heute nicht Impfstoffoptimismus der Fall. Da gab es ja eher negative Nachrichten in letzter Zeit. Eli Lilly, Johnson & Johnson, AstraZeneca mussten erstmal ihre Studien unterbrechen. Nein, wir haben nach wie vor das Thema Stimulushoffnungen und es ist der Donald Trump himself, the Donald, der möglicherweise kurz vor seiner Niederlage jetzt sagt, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, auf Deutsch gesagt, wir brauchen riesigen Stimulus. Ich will einen noch größeren Stimulus als den von Nancy Pelosi. Und die Demokraten sind ja nicht gerade sparsam, was das Stimulieren der Wirtschaft betrifft, respektive der Schulden, die man dafür aufnimmt. 2,2 Billionen forderte Pelosi. Die Republikaner unter Mitch McConnell haben bisher eigentlich nur 500 Milliarden zugesagt. Das sei man bereit zu akzeptieren, aber es geht nach wie vor um Hilfen für die Bundesstaaten, um Kleinkriege, die hier der Fall sind. Wahrscheinlich gönnt niemand dem anderen etwas. Jedenfalls sagte Donald Trump, als er hier in Nevada angekommen ist, vor einer Wahlkampfveranstaltung, ja, wir wollen noch mehr Stimulus als die Demokraten und wenn die Demokraten da zustimmen, dann kriege ich das schon hin mit Mitch McConnell. Ich weiß zwar, dass viele Republikaner da nicht so begeistert sind, aber das kriegen wir schon hin. Ist ja auch erstaunlich, dass die Republikaner bisher Donald Trump hier ein Stück weit hängen lassen. Wir sehen erste Absetzbewegungen von einzelnen Republikanern, die mit Donald Trump unzufrieden sind vor der Wahl, weil man ahnt, das könnte schwierig werden jetzt bei eben dieser Wahl. Nancy Pelosi wiederum hat jetzt eine 48-Stunden-Deadline gesetzt, die endet am Dienstag, US-Zeit. Das heißt, wir haben noch heute und morgen und dann muss diese Stimulus-Geschichte irgendwie ausverhandelt sein, ja oder nein. Dann wird sich rausstellen, ob eben jetzt dieser Stimulus noch kommt. Selbst wenn er kommt, müsste das ja dann noch vom Senat bestätigt werden. Das wird dauern. Wir werden also keinesfalls irgendwelche Gelder ankommen sehen bei Firmen oder auch bei den Wählern vor der US-Wahl, die ja schon am 3. November ist, also in gute zwei Wochen kann man sagen, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Das heißt, die Amerikaner werden die Segnungen nicht direkt erleben, aber vielleicht die Versprechungen, wir werden es sehen. Jetzt hat Nancy Pelosi auch nochmal gesagt, ich bin optimistisch, dass wir einen Deal bekommen. Naja, wir werden sehen, wie stark dieser Optimismus wirklich Berechtigung hat an der Realität. Wir wollen das machen, sagte Nancy Pelosi und es ist durchaus nötig, denn die US-Wirtschaft hat ein Problemchen. Aber wir sehen auch, dass auf der anderen Seite eben jetzt wie eine neue Studie der University of Chicago zeigt, 76% der Arbeitslosen mehr Geld bekommen haben, wenn sie arbeitslos waren, als wenn sie ein, zwei oder drei Jobs hätten. Das erklärt, warum wir vielleicht nochmal sehr gute Einzelhandelsumsätze jetzt kürzlich in der letzten Woche ja gesehen haben für den September, da hat man offenkundig noch Geld auf der hohen Kante gehabt, weil man eben so viel von den Segnungen des Staates bekommen hat. Aber damit das Ganze jetzt nicht von der Klippe fällt, muss eben jetzt im Prinzip das nächste Paket her. Und das tut sich momentan noch ein bisschen schwer. Schauen wir uns mal an in Sachen Wahlen, wie es da aussieht. Da sehen wir, dass nach wie vor die Demokraten es schaffen, ihre Basis zu motivieren. Wir haben jetzt über 28 Millionen Wählerstimmen, die schon eingegangen sind bei den Wahlbehörden. Das ist also schon eine ganze Menge. Da ist also viel schon im Vorfeld passiert, vor der eigentlichen Wahl, vor der eigentlichen Wahltermin am 3. November. Wir sehen, dass die Demokraten 6,6 Millionen Stimmen schon haben einsacken können, respektive die Wähler, die bei den Demokraten registriert sind. Wir sehen, dass fast 54% der Wähler, die registriert sind, in Sachen Briefwahl schon aktiv waren, während es bei den Republikanern nur 25% sind mit 3 Millionen Stimmen. Wir haben neue Umfragen, die zeigen, dass sozusagen für die meisten Wähler der entscheidende Punkt die Pandemie ist und nicht die Wirtschaft. Wir haben Nummer 1, it's the pandemic, Nummer 2, it's the economy. Und genau das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Wenn
die Wirtschaft das Entscheidende ist. Da setzen die Wähler durchaus Trump vor Biden, trauen ihm mehr Kompetenz zu, obwohl der bisher nur die Steuern gesenkt hat für Unternehmen. Sei es drum, jedenfalls ist offenkundig die Pandemie das Thema Nummer eins. Und wenn das so ist, dann steigen damit automatisch die Chancen der Demokraten, gerade bei Frauen und eben der älteren Bevölkerung, die sich von Trump zunehmend abwendet, wie Umfragen zeigen. Wir sehen, dass jetzt schon die Märkte einen Biden-Sieg eingepreist haben, wie JP Morgan sagt. Und wir sehen auch, dass dann ein Stimuluspaket erwartet wird. Nun ist allerdings die Sache so, dass selbst wenn die Demokraten einen Sweep schaffen, also praktisch alles gewinnen, Präsidentschaft, den Präsident stellen, Abgeordnetenhaus und Senat, dann sehen wir, dass Donald Trump ja nach wie vor bis Januar Präsident bleibt. Das heißt, er kann nach wie vor relativ einfach alles und jeden blockieren mit einem Veto. Das heißt, da könnte da durchaus noch etwas Interessantes auf uns zukommen. Jedenfalls sehen wir unten den Chart des S&P 500 und da sehen wir eine inverse Schulter-Kopf-Schulter. Sind nach oben ausgebrochen, haben dann eine Korrektur gemacht, sind jetzt noch in einem Aufwärtstrend. Am Freitag ging es ja dann in der letzten Stunde nochmal relativ scharf nach unten, aber ein Teil dieser Verluste wird heute durch den Stimulus-Optimismus, den Donald Trump und ein Stück weit auch Nancy Pelosi schüren, wieder aufgefangen. Aber dennoch, es ist jetzt eine etwas merkwürdige Situation. Wir haben einige bärische Signale, wir haben einige bullische Signale. Eigentlich ja eine solche inverse Schulter-Kopf-Schulter, ein bullisches Signal, aber es gibt eben andere Parameter, die doch klar negativ sind. Was wird sich durchsetzen? Wir sehen jedenfalls, dass jetzt das Potenzial für Short Squeezes nicht mehr vorhanden ist. Wir haben kürzlich noch gesehen, dass institutionelle Investoren extrem short waren in den Märkten, vor allem beim Nasdaq. Hier sehen wir diese Grafik und das ist jetzt sozusagen in eine Netto-Long-Position gedreht. Innerhalb von nur 3 Wochen, da mussten viele offenkundig dann ihre Positionen schließen. Die auf der Short-Seite unterwegs waren, traten damit als Käufer auf. Hier sehen wir auch, dass insgesamt die Large Speculators, also die wirklich was auf die Waage bringen, dass die jetzt geswitcht haben, ihre Positionen in den Bereichen S&P Future, Dow Future und Nasdaq Future. Da war man mit 47 Milliarden Short noch vor 3 Wochen und jetzt ist man mit 25 Milliarden Long. Das ist also ein Switch von 72 Milliarden Dollar. Das ist in diesem Segment eine richtig große Zahl. Also wir sehen, es wird jetzt nicht mehr ein Short Squeeze sein, der die Märkte nach oben bringen kann. Auch die Ausländer sind ziemlich euphorisch, haben in letzter Zeit sehr, sehr viele US-Aktien gekauft. Wir sehen also dieses Mantra, niemand sei investiert, das ist ein bisschen fragwürdig, vor allem die Ausländer sind stark in US-Aktien investiert und wir sehen, dass auch in Relation zum Anleihemarkt die Aktieninvestments extrem hoch sind, fast auf einem historischen Hoch. Wir hatten nur einmal eine größere Positionierung zugunsten von Aktien und zulasten von Anleihen. Man rechnet ja seitens der Märkte mit steigenden Anleiherenditen. Das kann und wird vielleicht durchaus auch passieren, denn die Verschuldung wird so oder so in den USA steigen. Egal wer jetzt der Präsident wird, wird man versuchen, weiter sozusagen die Illusion am Leben zu lassen, indem man immer mehr Geld druckt, um nicht zugeben zu müssen, dass die Schulden deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft, respektive irgendwie sich von Stimulus zu hangeln. Eigentlich eine deprimierende Perspektive. Insgesamt, wenn wir uns mal anschauen, 2030 geht die Babyboomer-Generation in Rente. Dann muss so ziemlich ein Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren. Wie soll das gehen? Das sind die eigentlichen Probleme. Die Aktienmärkte mit ihren kurzen Auf und Abs sind eigentlich nicht so richtig unter Problem, sondern eben solche Geschichten. Aber man flieht eben ein Stück weit aus dem Anleihemarkt, weil man sagt, ja, wir werden steigende Renditen sehen. Bisher passiert eher das Gegenteil. Die Renditen gehen nach unten und der Dollar neigt zu Stärke. Insgesamt aber, wir haben jetzt in dieser Woche ja wieder viele Zahlen, unter anderem wird Netflix berichten, einige Tech-Konzerne, noch nicht die ganz großen wie Amazon und Apple, die sind dann später dran, aber insgesamt sehen wir, dass 86% der S&P 500 Unternehmen bisher die Gewinnerwartungen geschlagen haben. Überraschung, Überraschung. Und wir sehen, dass nur aus dem Energiesektor oder aus ganz wenigen Sektoren einige die Erwartungen verfehlt haben. Gut, wir haben die Erwartungen so weit gesenkt, dass man schon hüftamputiert sein muss, um da nicht drüber springen zu können. Aber sei es drum, wir sehen also, dass die Märkte bisher nur recht verhalten auf die besser als erwarteten Zahlen der US-Unternehmen reagieren. Und diese Grafik wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Das ist der Vergleich zwischen heute und 1987. Heute, vor 33 Jahren, da hatten wir
einen kleinen Crash in den USA. Das war der Tag, als es am Montag, es war auch ein Montag, massiv nach unten ging an den Märkten. Da hat man schon am Freitag so ein bisschen einen Abverkauf gesehen. 1987 am Montag dann pure Panik. Da ging es dann massiv nach unten. Ich glaube, über 20% war teilweise der Verlust. Und damals eine etwas ähnliche Konstellation. Es gab eine Euphorie der Investoren. Es gab so ein bisschen das Gefühl, es kann nicht schief gehen. Auf der anderen Seite drohte eine Steuererhöhung, ähnlich wie jetzt übrigens mit Biden, wenn der die Wahl gewinnen sollte. Also das Setup ist gar nicht so wahnsinnig verschieden, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass wir heute einen solchen Einbruch erleben. Einfach eine kleine historische Reminiszenz für Sie, meine Damen und Herren. Und wir haben abschließend, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Tag entlasse, wenn die Dinge hier umschalten, was sie nicht tun, deswegen werde ich das vielleicht jetzt einmal händisch machen. Wir haben abschließend noch Daten aus China gesehen, heute das Bruttoinlandsprodukt. Etwas schwächer als erwartet, erstaunlich, dass man da bei den Würfeln nicht die Zahl etwas höher gedreht hatte in Peking. Aber wir haben sehr, sehr starke Einzelhandelsumsätze, das schürt die Hoffnung, dass der chinesische Konsum wieder anziehen wird. Wir haben sehr starke Industrieproduktion, auch wenn das BIP so ein bisschen unter der Erwartung liegt. China gibt die Message, bei uns ist alles gut, wir haben alles überstanden, wir haben die Pandemie im Griff und ihr, wie schaut es bei euch aus? Das ist sozusagen natürlich der heimliche Triumph jetzt der Apparatschiks in Peking. Die haben aber selbst ihre Probleme, ein demografisches Problem sowieso und ein finanzielles sowieso, denn die sind ja auch massiv verschuldet, gerade weil die Staatsunternehmen extrem verschuldet sind. China hat eine höhere Staatsverschuldung mit den Unternehmen als Griechenland etwa, das darf man ja nicht vergessen. Also das ist die Konstellation. Wir haben heute Montagsoptimismus. Zwei Drittel der bisherigen Gewinne beim Nasdaq etwa stammen aus einem Montag. Der Montag ist ja einer von 5 Handelstagen. Das heißt, an 20% der Handelstage werden über 60% der Gewinne erwirtschaftet. Heute fängt es erstmal gut an, aber das wird ein ziemlich wilder Ritt jetzt, meine Damen und Herren. Es wird nicht ein Bullenlauf werden, ein ungebrochener nach meiner Auffassung, sondern da wird Nervosität reinkommen. Vor allem, wenn der Stimulus nicht kommt. Wenn er kommt, werden wir kurzfristig eine ziemlich saftige Rallye sehen, die aber dann wahrscheinlich so ein bisschen ausfransen wird, weil man sich sagt, naja gut, was können wir jetzt noch erwarten, dann dürften Gewinnmitnahmen einsetzen, by the rumor sell the fact. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht, jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Ich sage Servus und Ciao.